Hallo zusammen. Wir machen jetzt zusammen das PIT 26. Das aktuelle Programm. Wenn du ein Step hast, darfst du ihn nehmen. Wenn du keinen hast, kannst du alle Übungen auch ohne machen. Wir starten mit dem Einwärmen und nachher erkläre ich dir Übung für Übung. Ich wünsche dir ganz viel Spass. Schulterkreis. Push your hands up to the beat, push your hands up to the beat, push your hands up to the beat, push your hands up to the beat. Ich hoffe, es ist ein bisschen warm gekommen. Wir starten mit den ersten zwei Übungen. Erste Übung, Hände auf die Schulter, Hüftgelenksbreiter Stand, Squat, Knie hoch, Squat, Knie hoch. Level 2, aber das Knie ein bisschen weiter aufnehmen. Wichtig ist, dass ein gerader Rücken patsch. Zweite Übung, Level 1, Jumping Jack. Level 2, Kunst im Squat Jack. Gut, jetzt brauchen wir nur noch die Musik. So. Okay. Hand, Schulter, starten mit der ersten Übung. Level 1 oder 2, wie du machst. Gut, los geht's. Halte gerade unten. Mach sie dein Tempo, ob für dich stimmt. Auch hier dein Tempo, ne?
an meinem Level. Schnaufen. Gut, wir kommen zum nächsten Track. Wenn du einen Step hast, darfst du einen Step nehmen. Musst aber nicht. Ich zeige dir schon beide Übungen. Erste Übung, Füße auf einen Step. Level 1, Hammerschläfer, Level 1, diagonal zum Knie ziehen. Level 2, diagonal nach der Ferse ziehen. Das separieren. Geht natürlich alles auch ohne Step. Zweite Übung, Runde 2 und 4. Füße zur Decke hoch und so schnell wie es geht zu der Zehenspitze lang. Mit oder ohne Step? Viel Spaß! Ich mache eine Runde mit, eine Runde ohne. Gut, Hände schlafen. Erste Runde. So schnell wie so, kannst du auch nicht schwimmen. Das ist gut. Sehr gut zu berühren. Nochmal erste Übung. Wenn dein Herz nicht ins Deck hat, Hand und Schläfer. Level 1 zu den Knie. Level 2 nach dem Knie. Sehr schön. Hier die Runde. Die ist am Bein. Hier die Luft. Ausstrecken. Tonne. Thank you.
Sehr gut. Weiter geht's mit den nächsten zwei Übungen. Erste Übung, zeige es von der Seite. Level 1. Laufst Burpee-Position, dann drehst du dich ab. Laufst in Burpee-Position, drehst du dich ab. Viertel 3. Level 2 natürlich dasselbe, aber gesprungen. Und so weiter und so fort. Zweite Übung. Wenn du einen Step hast, schmales Squat, breites Squat. Schmaler Spot, breiter Spot. Beim breiten Spot schau auf, dass du die Zehen ein bisschen gegen raus machst. Wenn du keinen Step hast, machst du das selber ohne Step. Schmaler, breiter, schmaler, breiter. Und beim breiten auch die Zehen gegen raus. Natürlich bei Runde 4 das andere Bein auf den Step oder das andere Bein dann auf den Boden lassen. Gut. Erste Übung, die Börse gelaufen oder gesprungen. Ich wünsche dir ganz viel Spass. So cool. Okay, dann gut so. Egal, wenn es sein wächst, dann noch ein Säuser. Schmaler Platz. Rumpfmuskulatur, Rumpfstabilität. Wenn eine Übung, zwei Lernen, kannst du aussuchen, wenn es das tut. Übung 1 wäre halten. Ja, Arme sind gestreckt, Beine gestreckt, Standbein ist leicht gebeugt. Level 2 ist das Knie langsam zwischen die Hände ziehen. Schau, dass du hier schön stabil bleibst. Zweite Runde, dritte und vierte. So, Bauchlage zur Wirbelsäule ziehen, Hüftgelenk breit, Schultern setzen. Los geht's. Entweder halten, oder langsam. Wenn du etwas wackelst, mach das nicht. Entscheidet, welches Level.
Achtung, ne? Pause. Fallung. Boah, mach es auf, kann ich aufnehmen. Und los. Wir haben einen gehalten, aber wir haben zwei bewegen. Für die nächsten vier Runden, wenn du hast, das Step dazu nehmen. Zeig dir schon die Übung mit dem Step, nachher ohne. Du stehst auf einer Seite, hüftgelenksbreit, im schmalen Squat. Level 1, Squats. Level 2, Knie hochnehmen. Level 3, dasselbe. Mit dem Fuß oder auf dem Step hast, in die Luft springen. Zweite Runde, Beine wechseln, Seite wechseln. Dritte, vierte. Jetzt ohne Step. Sieht genau gleich aus. Level 1, Level 2, Level 3. Ja, dann wechseln wir noch das Bein. Die nächsten vier Runden. Ich mache die ersten zwei mit dem Step, drei vier ohne. Gut, komm ich dann Vollgas. Level 1. Level 2, Level 3, immer schön hinten absitzen, danke. Yeah.
Letzte Runde, hol die Luft. Und los. Und jetzt hier im Rohr. Jawohl, vom Boden da abspringen. Zum zweitletzten Track. Rechten Hash, dazu nehmen wir auch mit zwei Übungen. Nochmal für Körpermitte. Mit oder ohne Snip. Gut, erste Übung, innen abstützen. Wenn du Arsch innen abstützen musst, nicht. Und Phase zum Boden und über einen Step. Natürlich darfst du auch den Arm wegnehmen. Wichtig ist, dass du wirklich gut Bauchspannung behältst. Zweite Übung würde ich innen abstützen. Mit beiden Beinen langsam von der einen Seite zur anderen Seite. Und dasselbe geht natürlich auch ohne Step. Erste Übung, zweite Übung. Gut, Musik brauchen wir noch. Zweitletzte Track. Kommen wir zum letzten Track, zu den letzten zwei Übungen. Und zwar für die erste Übung, wenn du einen Step hast, nimmst du einen Step. Wenn du keinen hast, nimmst du irgendetwas, das ein Gewicht hat. Ein Stuhl oder ein paar Flaschen, die du heben kannst. Erste Übung, gestreckt. Ein bisschen breiter stehen, so schnell wie es geht. Füße bewegen. Zweite Übung kannst du mit oder ohne Step machen. Mit dem Step wäre Hände auf den Boden, auf den Step, Burpee, auf den Step, Armstep. In deinem Tempo.
das selber. Mit einem Sprung vor und zurück. Statt auf, machst du einfach einen Sprung vor und zurück. Gut. Die letzten vier Mal arbeiten. Viel Spass. Okay, Steph, du den Stuhl oder irgendwas nehmen. Anstrecken und hin. Und los. Sehr schön. Gut, gut schnaufen. Kommen wir zum Cooldown. Hat es euch ein bisschen Spass gemacht? So. Gut. Und tief. Ellenbogen, Knie auseinander schieben. Hüfte vorne schieben, wir gehen den Oberschenkel rein. Und Rüse wechseln. Und Rüse. Eins, zwei Türen, Zeche zu dir ziehen und den Becken gegen die Führung kippen. Eins ist gestreckt. Und Rüse wird so stehen, so hinten dran. Lösen, wechseln. Und lösen. Daumen auf Schulterhöhe. Fest zurückziehen.
Füße ein bisschen weiter rauf. Lösen den Rücken bis zum Boden, ohne Lächeln hoch. Schulterkreisen. Und danke vielmals fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.